Lo, le, la, los, las, les. Wer blickt denn da im Spanischen eigentlich noch durch, was man braucht? Bist du da auch manchmal verwirrt bei der Wahl des richtigen Objektpronomens? Dann bleib auf jeden Fall dran, weil ich gebe dir eine ganz einfache 3-Schritte-Anleitung, um es ganz richtig zu machen, um das richtige Objektpronomen auszuwählen. Und dann wirst du gar keine Schwierigkeiten mehr damit haben. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Le, la, los, las und so weiter sind Objektpronomen. Du solltest also zunächst wissen, was sind eigentlich Objektpronomen. Das sind kleine Wörter, Pronomen, die für ein Nomen stehen, in diesem Fall die für ein Objekt stehen. Ein Beispiel. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe es dir. Dieses es ist ein Objektpronomen, das für das Objekt steht. Und das Objekt wäre in dem Fall das Buch. Also statt zu sagen, ich gebe dir das Buch, kann ich ja auch einfach sagen, ich gebe es dir. Und im Deutschen ist dieses es in diesem Fall ein Objektpronomen. Okay, lass uns also zunächst mal die spanischen direkten und indirekten Objektpronomen anschauen. Welche sind das und wie frage ich danach? Die direkten Objektpronomen lauten im Spanischen me, te, lo, la, nos, os, los, las. Me, te, lo, la, je nachdem, männlich, weiblich, nos, os, los, las. Und nach dem direkten Objektpronomen fragt man mit wen oder was. Ich gebe dir das Buch. Wen oder was gebe ich dir? Das Buch. Das Buch ist also ein direktes Objekt und wir könnten es mit einem direkten Objektpronomen ersetzen. Okay, also die Frage, wen oder was, die ist hier sehr wichtig. Das bedeutet, wen oder was? Mich. Wen oder was? Dich. Ihn oder sie oder im Deutschen auch es. Wen? Uns. Wen? Euch. Und wen? Sie. Die Bücher. Zum Beispiel, ich gebe dir die Bücher. Ich gebe sie dir. Wen? Sie. Dass du mal so ein bisschen verstehst, was sind denn Objektpronomen. Das sind diese kleinen Wörter, die das Objekt ersetzen können. Muy bien. Vale, y entonces, ¿cuáles son los pronombres de complemento indirecto? Se llaman me, te, le, nos, os, les. Me, te, le, nos, os, les. Du siehst also, die indirekten Objektpronomen unterscheiden sich von den direkten Objektpronomen nur in der dritten Person Singular und in der dritten Person Plural. Wie fragen wir nach dem indirekten Objekt? Wir fragen nicht wen oder was, sondern da fragen wir mit wem. Wem? Bleiben wir bei dem Satz mit dem Buch. Ich gebe meiner Schwester das Buch. Wem gebe ich das Buch? Meiner Schwester. Dann ist meiner Schwester das indirekte Objekt. Wen oder was? Das Buch. Wem? Meiner Schwester. Und das heißt, dass wir hier diese Objektpronomen haben und die werden, könnten übersetzt werden ins Deutsche mit mir, dir, ihm, uns, euch, ihnen. Das ist der zentrale Unterschied zwischen direkten Objektpronomen und indirekten Objektpronomen. Im Allgemeinen sind die Objektpronomen dazu da, ein Objekt zu ersetzen. Aber wir müssen unterscheiden,
Frage ich nach diesem Objekt mit wen oder was, dann muss ich mich bei diesen Personen bedienen. Fragt man aber danach mit wem, dann muss ich die Formen hier verwenden. Und ich muss dabei eigentlich vor allem nur auf die dritte Person Singular und die dritte Person Plural aufpassen. Weil die anderen Personen sind alle gleich. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum du dich immer fragst, lo oder le, los oder les. Und das bedeutet, das entscheidet sich danach, wie du danach fragst. Okay? Jetzt kommt aber die Drei-Schritte-Anleitung. Lass uns dazu den Beispielsatz nehmen. Ich gebe Laura das Buch. In Schritt 1 klärst du die Frage, wie frage ich nach den jeweiligen Objekten? Wie frage ich danach? Also welche Frage stelle ich? Wie frage ich danach? Wie frage ich nach Laura? Wem? Oder wem gebe ich das Buch? So frage ich nach Laura. Das heißt, wem? Okay. Wie frage ich nach dem Buch? Wen oder was gebe ich Laura? Wen oder was? Das heißt, durch diese Fragestellung finden wir heraus, welches ist das direkte Objekt und welches ist das indirekte Objekt. Unser erster Schritt, wie frage ich danach? Schritt Nummer 2. Welche Person muss ich verwenden? Welche Person? Welche Person muss ich bei Laura verwenden? Und welche Person muss ich bei das Buch verwenden? Brauche ich da ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie? Laura ist eine sie, das heißt, wir brauchen die dritte Person Singular. Es ist eine Person, deswegen brauchen wir die dritte Person Singular. Es handelt sich nicht um mich, es handelt sich nicht um dich, es handelt sich um sie. Deswegen dritte Person Singular. Wie sieht es bei dem Buch aus? Das Buch. Es handelt sich nicht um mich, es handelt sich nicht um dich. Es handelt sich nicht um uns, nicht um euch, nicht um die Bücher, sondern um das Buch. Also ebenfalls die dritte Person Singular, es. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt geklärt, welches das direkte und welches das indirekte Objekt ist und wir wissen, in welcher Person dieses Objekt steht. Daraus können wir also schließen, für Laura brauchen wir das indirekte Objektpronomen in der dritten Person Singular, also le. Le. Für das Buch brauchen wir das direkte Objektpronomen in der dritten Person Singular und das Buch heißt ja el libro, ist also männlich. Und dann brauchen wir lo. Gut, also wenn wir Laura ersetzen wollen, brauchen wir le. Wenn wir das Buch ersetzen wollen, brauchen wir lo. Und das führt uns zu Schritt Nummer 3, und zwar den Satz bilden. Wir müssen jetzt noch den Satz daraus formulieren. Den Satz bilden. Und dazu musst du einfach wissen, das Objektpronomen steht vor dem konjugierten Verb. Der Satz würde lauten, ich gebe doi, dann haben wir Laura und dann haben wir noch el libro. Und wenn wir jetzt die Laura ersetzen wollen, müssen wir ja le verwenden. Das le muss dann vor dem konjugierten Verb stehen. Und dann erhalten wir le doy el libro. Le doy el libro. Ich gebe ihr das Buch. Du siehst also, hier ist das Objektpronomen vor dem konjugierten Verb. Wenn ich jetzt el libro ersetzen möchte, dann mache ich im Prinzip dasselbe. Ich hole das lo vor das konjugierte Verb. Lo doy, ich gebe es. Und jetzt brauchen wir noch Laura.
Und in dem Fall, wenn das Objekt eine Person ist, dann brauchen wir noch die Präposition a davor. Also, lo doy a Laura. Lo doy a Laura. Wir haben einmal hier die Laura ersetzt und hier haben wir das Buch ersetzt. Wenn du diese Lektion gut verstanden hast und sagst, ich kann gut von dir lernen, Caroline, dann schreib dich unbedingt auf die Vamos Akademie-Warteliste zu meinem Online-Kurs, wo ich dir die gesamte spanische Grammatik beibringe, sodass du schon in kurzer Zeit fließend Spanisch sprechen kannst. Ich freue mich sehr, wenn ich dich in der Akademie begrüßen darf. Da lernst du auch nochmal ausführlich, woher dieses A kommt beispielsweise. Und natürlich machen wir alles strukturiert von Anfang bis Ende gemeinsam durch. Ich freue mich sehr auf dich. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao.